In den Räumen des Hagener Bestattungshauses Schweizer an der Elberfelder Straße gibt es immer wieder interessante Ausstellungen von Künstlerinnen und Künstlern. Zurzeit kann man hier Werke von Scarlett Neumann aus Hattingen sehen. Die Diplom-Bildhauerin ist bekannt für individuelle Kunst und Körperabformungen. Am Freitagabend wurde die Ausstellung in Hagen eröffnet. Kunst in Hagen ist nichts Besonderes. Wir haben ja viele Kulturstätten. Wir haben unsere Museumsmeile, Osthausmuseum, Schumacher-Museum. Aber immer wieder findet man Kunst und Kultur hier in Hagen immer da, wo man sie manchmal gar nicht vermutet. Beispielsweise heute sind wir nämlich hier auch bei einer Vernissage in einem Bestattungshaus. Bestattungshaus Schweizer an der Elberfelder Straße in Hagen. Und die haben eines, die machen immer wieder verschiedene Vernissagen und Ausstellungen. Wie ist es dazu gekommen? Wie haben Sie das überhaupt zustande gebracht? Ja, das ist einfach dazu gekommen, weil sich das Bestattungshaus gerne mehr nach außen öffnen möchte, zeigen möchte, dass es eben nicht nur mit düsterem Tod zu tun hat, sondern dass ein Bestattungshaus durchaus lebt und sich auch um die Lebenden kümmert, indem es Bestattungsvorsorge zum Beispiel anbietet, indem trauernde Kinder durchaus hier aufgehoben sind. Wir also eine starke Allianz auch zum Hagener Kinderhospiz Sterntreppe haben. Einfach schon dadurch, dass ich als Mitarbeiterin, auch ehrenamtliche Mitarbeiterin dort im Kinderhospiz bin. Und das ist etwas, was uns eben auch immer wieder neue Kontakte nach außen bringt. Und wir möchten einfach aufzeigen, dass man sich durchaus in ein Bestattungshaus trauen kann. Ja? Und trotzdem haben Sie sich ja auch insbesondere auch der Kultur, der Kunst verschrieben. Heute die Vernissage. Ja, also gerade heute, das hat also viel mit Verwandlung zu tun. Es hat auch mit dem Bewahren eines gewissen Zustandes zu tun. Zum Beispiel, so wie hier diese Maske beinhaltet auch, es könnte eine Totenmaske sein, aufgehoben eben von einem lieben Verstorbenen oder auch Hand- und Fußabdrücke, die durchaus bezeugen können, wie war es denn zu der Zeit. Also auch wenn sich derjenige verwandelt, jetzt wenn wir gerade von dem Verstorbenen ausgehen, der eben nicht mehr präsent ist, habe ich aber immer noch etwas von ihm, was ich jederzeit anfassen kann. Wandelt sich mit der Zeit eben auch wieder in etwas anderes, aber zunächst mal muss man sich ihr stellen und da kann es auch durchaus helfen, wenn man malt oder wenn man vielleicht eine Körperabformung hier von den Händen oder von den Füßen des Verstorbenen aufbewahrt und immer weiß, er oder sie ist immer für mich da. Wie lange werden wir jetzt hier die Kunstschätzchen, wir werden gleich noch drüber sprechen, von Scarlett Neumann hier bei Ihnen an der Elberfelder Straße sehen? Ja, also jetzt bis zum 28. Februar ist die Ausstellung also von Montag bis Freitag immer von 9 bis 13 und 15 bis 17 Uhr zu besuchen. Oder auch, kann auch jederzeit angerufen werden. Wir sind auch immer bereit zu sorgen. Eigens zur Ausstellungseröffnung war auch Ursel Hirz aus Bitburg angereist. Ursel Hirz ist Märchenerzählerin und Märchentherapeutin. Weltenbaum, die mächtige Weltenesche, und sie trägt den Himmel und die Erde und hält beide an ihrem Platz. Hoch oben, auf dem höchsten Zweig dieses Baumes, aber sitzt ein Adler. Und zwischen den Augen des Adlers ein Falke. Zwei, die gut sehen, die alles sehen. Die
bindet man denn welchen Erzähler an? Ich wusste, dass diese Frage kommt und ich habe mir schon gedacht, was soll ich denn da jetzt sagen? Das ist nämlich nicht so einfach. Also, ich habe da drin mehrere Sachen verbunden von mir. Einmal, ich habe meinen Kindern schon immer so furchtbar gerne vorgelesen und ich hatte auch immer das Gefühl, und meine Kinder haben mir die Rückmeldung gegeben, du machst das so schön so. Und dann habe ich mich aber Zeit meinen jungen Erwachsenenjahren sehr mit Psychologie auch beschäftigt, mit humanistischer Psychologie und mit der Spiritualität. Und wenn man das alles miteinander verbindet, kommt man unweigerlich auf C.G. Jung. Und C.G. Jung hat diesen Begriff der Archetypen geprägt und auch die Kreativität wieder in die Psychologie hineingebracht. Und so bin ich darauf gekommen. Ich bin Märchentherapeutin auch. Ich habe also diese Ausbildung gemacht zur Märchenerzählerin und Märchentherapeutin. Ich arbeite viel mit Märchen, mehr Selbsterfahrung. Und so bin ich dahin gekommen. Ja. So, jetzt haben wir sie hier, die Künstlerin des Abends, die Künstlerin, die auf jeden Fall die nächste Zeit hier auch das Bestattungsinstitut sieht. Ihr habt ein Exponat mit ihren Kunstschätzchen, muss man sagen, ja, auch verschönert und was hier zu bewundern ist. Scarlett Neumann, wir haben es gerade schon angesprochen, die kommt gar nicht hier aus Hagen, die kommt schon etwas weiter weg, ne? Aber schon so aus dem Näheren. Ja, eine halbe Stunde von hier entfernt, aus Hattingen. Hattingen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Es gibt Bilder, es gibt Skulpturen und das Ganze hat ziemlich viel Hand und Fuß, denn Scarlett Neumann ist Diplom-Bildhauerin. Bis heute Mittag wusste ich noch nicht mal, dass es das gab. Und die hat ganz eigenartige, ganz witzige Techniken teilweise selbst entwickelt. Vielleicht erzählen Sie mal, wie entstehen Ihre Schätzchen? In erster Linie entstehen diese Schätzchen aus dem Herzen. Also ich habe eine Idee, ich schreibe die auf und setze mich so schnell wie möglich dann daran. Ich arbeite mit unterschiedlichsten Materialien, ob nun Holz, Gips, Keramik, Metall. Ich male. Das sind hauptsächlich Acrylbilder, Collagen zum Teil. Ich arbeite mit Sand, mit Rost. Aber in erster Linie ist immer der Mensch im Mittelpunkt. Das ist für mich unheimlich wichtig. Also alles, was ich darstelle, was ich künstlerisch gestalte, beinhaltet einen Teil des Menschen und die Seele, die ich dann darin einfangen möchte. Und vor einigen Jahren habe ich angefangen, Körperabformungen zu machen. Diese Körperabformungen kennen vielleicht viele Schwangere, die dann die Hebamme macht, mit diesen Gipsbinden. Und ich forme aber mit zahnmedizinischen Materialien ab, die dann ausgegossen werden in einer Keramik, bearbeitet und veredelt werden. Dazu kommen eben auch andere Abformungen von Kinderhänden, von Familienmitgliedern, die zusammengefügt werden. Ich stecke da unheimlich viel Liebe rein. Und immer noch finde, weil es eben was ganz Persönliches ist. Und in dem Moment, wo ich sowas mache, diese Zeit kann man nicht wieder zurückbringen. In diesem Moment ist das eigentlich da und in einem halben Jahr hat sich schon wieder alles verändert. Weil wir heutzutage oft unheimlich vielen Zwängen, an Zwänge gebunden sind. Und ich möchte auch immer wieder rüberbringen, dass man sich von diesen Zwängen befreien sollte. Authentischer werden. Ja, respektvoller miteinander umgehen. Rücksichtsvoller. Was eigentlich in der heutigen Zeit doch verloren gegangen ist. Die Kunstwerke, das ist mein letztes. Wenn die Seele brennt. Gut, die Seele kann brennen, aber sie kann auch wieder Ruhe finden. Und das möchte ich damit sagen. Das alles, was Sie machen, behalten Sie nicht für sich, sondern Sie geben es auch der Nachwelt weiter. Sie zeigen anderen, wie es geht. Erklären Sie mal, was Sie alles machen. Ja, ich biete also auch Kurse in meinem Atelier in Hattingen an.
Es sind aber keine normalen Kurse, sondern in meiner Werkstatt, in meinem Atelier, kann jeder das machen, was er gerne möchte. Wenn also jemand sagt, ich möchte gerne malen, okay, bekommt die richtigen Anleitungen, ich beantworte Fragen. Aber es können auch alle Materialien verwendet werden, die dort zur Verfügung stehen. Und es finden auch Entspannungssamstage statt, also wenn jemand mal so richtig gestresst ist und genervt ist, dann gibt es eben auch die Samstage, wo man mal so richtig auch mit entsprechender Musik entspannen kann. Bis wann sind Ihre Kunstschätzchen, glaube ich, ich bleibe bei den Schätzchen, bis wann sind die hier noch zu sehen in Hamm? Bis 28. Februar. Und dann finden weitere Ausstellungen statt, unter anderem in Essen, in Waldorf. Schließen sich also immer wieder neue Ausstellungen an. Natürlich sind die Schätze auch in meinem Atelier in Hattingen zu sehen. Da habe ich eine Dauerausstellung. Und finden sich immer wieder neue Werke dort. Das ist also jedes Mal spannend.